Aretha Franklin, die Queen of Soul, ist tot. Die im März 1942 geborene Grammy-Trägerin verstarb nach langen Krebsleiden im Alter von 76 Jahren. Die US-amerikanische Soul-Sängerin ist vor allem für ihren Hit Respect bekannt. Ihr Schaffen geht aber weit über diesem hinaus. So gelang ihr seit 1967 bis heute, einer der größten und kräftigsten Stimmen der Popgeschichte zu sein. Dies belegen unter anderem die insgesamt 18 Grammys, die höchste Musikauszeichnung der Welt. 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das renommierte Branchenmagazin Rolling Stone ernannte sie 2008 gar zur besten Sängerin aller Zeiten. Außerdem gehört sie zu den Interpreten mit den meistverkauften Tonträgern weltweit. Sie hinterlässt 4 Kinder und Millionen von Fans. Welche waren oder sind eure Lieblingshits von Franklin? Schreibt es mir in die Kommentare. Rest in Peace. Möge sie in Frieden ruhen.